Mann, wie du mir hier von Varo. Ja, mein Teammate ist nicht da. Ich weiß nicht wieso. Ja, kann es auch nicht dafür. Er ist nicht online gekommen. Extrem schade und wir laufen, glaube ich, nach dahin zu den Bäumen. Ich dachte jetzt in 3 Sekunden. Geht nicht. Okay, perfekt. Geht jetzt schon fast nicht. Kann es abbauen, nix. Komm, Block. Perfekt. Schnell weglaufen, dann in irgendeine Höhle rein. Schnell Holz mitnehmen. Ja. Okay, ich starte jetzt wieder. Hab jetzt wieder ein bisschen heller gemacht für euch. Sie selber fast nix, deswegen. Bisschen Kacke. Aber wir haben hier schon direkt Metall gefunden. Perfekt. Wir brauchen noch weiter runter, um ja, ein bisschen was zu bekommen. Ein kurzer Cut war da jetzt drin. Muss noch was vorher gucken, noch schnell. Ich gehe einfach hier runter. Glaube, es ist besser. Ist gerade ganz oben zu sein. Ist besser. Und unser Holzding benutzen wir jetzt so lange, wie es nur geht. Wir haben die Mitte ein bisschen geleert. So, zwei Spitzhacken, perfekt. Zwei Spitzhacken kommt man schon extrem weit. Deswegen gehen wir so. Wir haben hier, das alles mal nach oben hin machen. Das heißt, wir machen von hier unsere Base, also aktuelle Base. Okay, ist kaputt. Nichts nehmen. Wenn ihr nichts sieht, ich kann auch nicht. Ich muss versuchen, euch das Bild ein bisschen zu heller machen bei der Videobearbeitung. Wenn es überhaupt geht. Weil, ja. Müsst ihr selber schauen. Seht fast selber auch nicht, deswegen. Die Ofen dahin platzieren. Eine Workbank auch craften. Das sind Workbank. Oh fuck. Okay. Ich wollte ein Ofen craften. Und da, geht das das? Ne, okay. Was geht es denn, oder? So geht das, okay. So ein bisschen Kohle bekommen und hier mal kurz einen Stick. Um eine Steinspitzhacke zu
craften. Ah, hier oben ist auch Kohle, sehe ich. Wir ducken uns ein bisschen. Eine Bombe ist fort über uns Kohle. Besser geht es nicht. Es ist wieder dunkel geworden. Da die Kohle rausnehmen. Da, da. So. Jetzt sehen wir auch was bisschen besser. Lohnt es fort auch Metall. Perfekt. Und wir uns fort eine Metall Spitzhacke machen. Wenn wir genug haben, können wir auch noch sofort ein Schwert machen. Weiß es, wie viele Folgen es gibt hier über Varro. Es hat ein Teammate gehabt, aber der kommt jetzt irgendwie nicht online. Ich schreibe ihn tausendmal an. Bisschen Kacke, dass es geht. Ich glaube, man kann auch nicht, wenn das schon startet, einen einfach so beitreten. Das glaube nicht. Und man darf jetzt, wenn euer Teammate tot ist, so, dann darf man hier auch nicht sofort, ja, einen neuen so dem anderen Kollegen zusammenführen. So, ja. Ist ja schon wieder Zombies hier laufen. Das heißt, hier ist irgendwo eine Höhle in der Nähe. Oder draußen ist dunkel, ich weiß nicht. Ich will auch jetzt gerade nicht schauen gehen. So, wir haben das jetzt. Es wollte noch weiter runter gehen. Das heißt, ja. Weiter runter irgendwie. Um da vielleicht was zu finden. Deswegen bauen wir uns so lange runter. Wir dürfen hier auch nicht sterben. Wenn man jetzt hier stirbt, glaube ich, dann ist es auch vorbei. Deswegen suchen wir uns unser Glück so mit hin. Und Fackel müssen wir sparen auch noch dazu. Das macht mit der Steinspitzhacke die Kohle weg. Das glaube ich ein bisschen besser. Und es geht bestimmt schnell. Und jetzt bestimmt hier oben, also rechts von uns. Da steht die Zeit, aber es läuft irgendwie nicht die Zeit. Ich weiß wieso. Und vielleicht sagt ihr jetzt, welcher Texture Pack ist denn das? Ja, das ist einfach ein ganz normaler Texture Pack, aber ich habe den Texture Pack ein bisschen verändert. Das heißt, ich habe ein Texture Pack ja, wirklich verändert. Extrem viel verändert, das heißt. Hier jetzt wie die Spitzhacke, das ist eine Steinspitzhacke, wo ich jetzt hier habe. Für andere sehen ein bisschen anders aus. Finde es auch gut. Habe mal einen eigenen gemacht. Okay. Nehmen das jetzt einfach. Gerade hier alles zumachen. Auf mal kurz hoch und uns ein Schwert zu machen. Das heißt, versuchen mal hier mal das Eisen zu braten. Und das da verarbeiten und am besten noch mal hochlaufen und ein bisschen Holz zu holen zu gehen. Es ist dunkel. Okay, bleiben wir besser darin. Ist besser als draußen rumzulaufen. Okay. Ja, wir warten am besten noch. Das heißt, da unten ist Wasser. Können wir gerne nehmen, um uns Essen zu machen. Noch einen bitte. Komm schon. Perfekt, wir machen uns Sticks.
Ein Metallschwert machen wir jetzt. Sieht so aus, dass ihr es weiß. So sieht das aus, ein Metallschwert. Ja. Lass mir das mal hier braten. Das heißt, noch eine Kiste craften. Da tun wir dann alles rein, was wir nicht so direkt brauchen. Das heißt, die Hälfte von Kohle. Eisen, Holz auch nur die Hälfte. Einen behalten wir, glaube ich. Das behalten wir, glaube ich, auch einfach. So, jetzt gehen wir da hinten hin. Nirgendwo hin, okay. Sondern was Gutes. Machen wir mal kurz eine Fackel hin. Da geht es runter, okay. Nehmen wir noch Kohle mit. Was haben wir bombemäßig jetzt hier? Sofort eine Höhle zu finden. So. Das macht neben hier noch ein bisschen Salz zur Sache mit. Ist Lava und so weiter, okay. Mal kurz Eisen mit. Ich glaube, das ist immer perfekt, dass wir Eisen haben. So. Mal läuft besser hoch wieder. Und vielleicht irgendwas zu craften noch wieder. Das heißt, wo sind die Blöcke? Das da brauchen wir. Es ist jetzt ein bisschen laut hier vielleicht. So, ich muss das jetzt mal hier essen. So, perfekt. Wir nehmen hier mal das Eisen raus. Und craften uns mal kurz so ein Eimer. Und wir gehen gleich wieder runter und nehmen Wasser mit weg. Das machen wir jetzt. So, Wasser haben wir jetzt. Kurz wieder ganz zurücklaufen. Immer am besten den Weg zumachen. Dann kommt, glaube ich, auch keiner schnell rein. Wir sind am besten auch noch ein bisschen geduckt laufen. Ich baue das eh dahin. Weiß nicht, wie lange es hier dauert, bis man hier nicht spielen kann. Ich weiß selber nicht. Weil das Ding ist irgendwie verpackt hier ein bisschen. Wir brauchen noch wieder Holz, auch wieder ein bisschen scheiße. Aber Eisen haben wir jetzt, glaube ich, genug. Wir können eine Eiserrüstung machen auch noch. Das heißt, ist perfekt. Hier würden das kommen, dass hier so Wasser ist und
Nice, wir haben jetzt gar nichts mehr. Werkbank, wir haben noch das da, okay. Wir machen uns eine Metallspitzhacke. Ich glaube, es ist auch noch perfekt dazu. So. So. Haben wir noch Erde hier irgendwo? Nee, okay. Kann man das auch weiter verarbeiten nach irgendwas? Nee, okay. Momentan ist es immer noch dunkel draußen, bis nichts hört. So. Nehmen wir ein bisschen Holz wieder mit. Habt ihr schon extrem nice. So, Holz mitnehmen. Okay. Sollten wir besser eine Axt craften zu können. Ich glaube, das wäre besser gewesen. Geht jetzt viel schneller. Aber nein. Wir craften uns keine Axt. Das ist Bombe. Und die Musik ist ein bisschen scheiße. Wir lassen jetzt die Folge noch die Musik an, dass wir ein bisschen Musik haben. So. Hier hochbauen, also hochbauen, Holz nehmen. So, haben wir mal kurz hier alles zugemacht. Wir können hier runter. Wir bauen uns ein bisschen nach dahin weiter. Um uns so was zu machen, das heißt. Unsere vier Dinger hier zu machen, das heißt. Okay, keine Erde mehr da, okay. Kacke. So, wieder ein bisschen Erde mitgenommen. Hier wieder schnell runter und uns mal kurz hier das. Das heißt, ja, das kann klappen. Das rein tun, das raus. Brauchen noch das da. Ja, das heißt, wir machen eine Stein. So, perfekt. Ach ja, hier braucht erstmal noch Licht rein zu tun. So. Perfekt, und das wächst jetzt. Und mit das kann man jetzt dann Weizen machen und so weiter. So, und das war's hier mit diesem kleinen Folge jetzt hier. Mit Varo. Und ja. Hoffentlich hat euch jetzt hier gefallen mit dieser ersten Folge hier von Varo. Und bis zum nächsten Mal und ciao.